In der heutigen Folge über Raum und Zeit möchte ich über die Künstlerin Clara Didenne sprechen. Clara hat 2013 im Museum eine Einzelausstellung gehabt. Der Titel war Invalidenstraße. Bei Clara geht es sehr oft um eine Aneignung alltäglicher Objekte mit ihrem Körper. Also diese physische Aneignung ist immer sehr wichtig in ihrem Werk. In unserer Ausstellung gab es auch eine Skulptur, von der Decke gehangen ist, und es war eigentlich ganz einfach, zwei Kartone, einer im anderen, und die haben sich auch noch ganz langsam gedreht. Vielleicht kann ich hier eben euch diese Skulptur auch zeigen. Der Titel war Box Box und die Skulptur hat sich sehr gut geeignet, so ein Rückzugsort zu werden, ein Mikrokosmos, wo man der Fantasie freien Lauf lassen kann. Als ich dann Clara gefragt habe, was bedeutet eigentlich die Skulptur für dich, sagt sie, ich weiß nicht, vielleicht eine Disco. Sie wusste, dass ich gerne tanze. So ist es mir auch manchmal passiert, dass ich in den Bürozeiten so ins dritte Obergeschoss geflüchtet bin, in die Skulptur reingeschlüpft bin und mir gedacht habe, ja, ich könnte in einer Disco sein. Ja, das wär's für heute.